Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exoszockte Fallout 4, hier mit der Maya Müller am Start und da vorne seht ihr sie so leicht in einer dezenten, diffusen Licht beleuchtet, die freundlich fesche Piper, Mann, die macht echt eine Figur daher, ah, hallo, ja, rück dich mal so richtig ins Licht. Und wir haben ja, wie gesagt, jetzt schon so einige Nebenaufgaben gelöst. Die Liste wird also immer weniger. Wir gehen mal hier in Sonstiges rein. Ne? Technische Dokumente halt, wie gesagt, das ist eine ewige Wiederholquest. Die können wir 7 Milliarden mal machen. Deshalb markieren wir sie auch nicht mehr. Und dann werden wir mal sozusagen mal weiterschauen, wo wir als nächstes rankommen. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen die Karte rein. Und wollen wir mal schauen. Hier hätte ich zum Beispiel Spreche mit Bobby. Das heißt, wir gehen zu The Good Night the Builder, gehen wir mal ran. Du kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Da ist ja mal saugeil. Das heißt, ich muss erst irgendwie wieder rauslaufen. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Mal gucken. Da lang, da lang, da lang, da lang. Ich hoffe, dass ich den Weg irgendwie noch im Kopf habe. Da war irgendwie nur so ein ziemlich langer Weg hier. Hallo Leiche. Mensch. Hier ist ein. Ist da nochmal was drin gespawnt? Nö. Hier spawnt da nichts mehr. Der, dieser Weg ist sozusagen einmal gekillt, einmal gegrillt und dann ist der alle. Geht da das? Ja. So, dann hier so lang und dann ist dann der Ausgang, ja? Genau. Und go. Ja. Wow. Wow, 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 wow. Was los? Kommen wir ran, 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 kommen wir ran. Los, los, los. Lade, 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 screen. Lade, lade, screen. Lade, screen. Da, 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 lade, screen. Da, 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 lade, 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 screen. Kommen Sie mal ran, danke. Mann, ein Tripod-Roboter. Genau, der hat 3 Beine. Ja? Hast du mal diesen Kampf der Welten? Da gab es auch diese Tripod. Genau, ja. Hm? Level 58 schon wieder. Das heißt, ich habe ja wieder bald ein Level. Das heißt, ich habe ja bald wieder. Ich habe ja bald wieder ein Level up. Hallöch. Ja? Gleich wieder ein Level up, ja? Gut. Gehen wir mal in den Kartenmodus. Und dann habe ich gesagt: Good night, the boy. Da wollen wir mal hin. Da wollen wir mal hinreisen. Danke sehr. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir mit denen da reden und dann vorankommen. Und vor allen Dingen, dass es auch XP gibt. Weil XP hätte ich dann schon gerne, damit wir wieder skillen können. Weil ich möchte ja in meine geilen Skillungen weiterkommen. Ja, ihr versteht schon, was ich meine. Dass wir da auch vorankommen. So, hier ist es. Oh, hier war ich schon wirklich ewig nicht. Hier war ich ja schon ewig und 3 Tage nicht mehr. Kann man hier auch was kaufen? Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Ja. Du tötest nur, wenn du willst. Tolle Zeig Nummer. Mal, was du so hast. Ja. Eine Waffe für jede Gelegenheit. USA. Ja, das ist. Also, das ist schon wirklich klischeehaft erster Kajüte. So. 45 Schuss davon, dann die 05er sind nochmal 27 Schuss. So, Schrott, nein, diverses, nein. Gut, was haben wir denn da? Wir haben eine starre Rüstung, die schlechter ist. Wir haben da, das ist auch Müll, Nahkampfschaden, das ist alles Müll, Müll, Müll. Waffen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier eine geile Waffen bekommen. Waffen, 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 Waffen. Schaden sowieso. Warte, 1000 noch was? Achso, das ist der Preis. Nee, warte mal, diese Munition, was ich habe. Schaden, das steht da oben. Ich wollte schon sagen, 1000 noch was Schaden. Scharfschützengewehr, her damit. na. Was ist das? Lass mal sowieso. Mhm. Nö, nö, nö. Nö. Das ist alles nicht so doll. Aha. Ein Partystarter. Partyalarm! 101 Raketen haben wir mittlerweile.
Ich bin erstaunt, wie viele Raketen wir mittlerweile haben. So, Handel bestätigen. So, wir haben wieder Munition mehr. Das heißt, wir müssen aber weiter in die Richtung. Aha. Was würde denn der uns noch verkaufen? Daisy? Ich denke, für Daisy verkauft uns dann nur irgendwelche Alkoholiker oder irgendwie sowas. Aha. Hey, du, suchst du Arbeit? Kommt drauf an. Kommt auf die Arbeit an. Du wirst keinen faireren und ehrlicheren Job finden, wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Das ist ein bisschen wenig, ne? Interesse? Da ist doch mehr drin. Dann 100 direkt auf die Hand. Nee, da will ich mehr. Das ist ein schlechter Deal. Du nimmst mich total aus. Okay. 150, wenn du anfängst. Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Ich arbeite an einem Projekt, einem sehr großen. Wenn die falsche Person davon erfährt, könnte es mich in ernste Schwierigkeiten bringen. Es Aha. ist also etwas Diskretion gefragt. Etwas Ich habe Diskretion. hier ein wackeliges Kartenhaus aufgebaut, Ja. verstehst du? Naja, du solltest weniger Karten spielen. Na gut, machen wir mal mit. Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Ja. Gehen wir rein. Ich erzähle dir, worum es geht. Ja, das große Graben. Bobbys Wohnung. Ich ahne Schlimmes, ich ahne Schlimmes. Oh, mal gucken, Bobbys Wohnung. Hübsche Hütte. Müssen wir runter oder müssen wir hoch? Bereit, an die Arbeit zu gehen? Machen wir mal sarkastisch. Nein, ich folge dir nur darunter, um etwas zu trainieren. Sehr witzig. Naja, da unten wirst du jedenfalls reichlich trainieren können. Na. Du wirst ein bisschen graben. Nach was buddeln wir? Vergrabenen Schätzen? So könnte man es nennen. Und nun mal im Ernst. Genug jetzt mit den Fragen. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Ja, schließe ich der Grabung an. Scheint da zu sein. Okay. Immer mal runter. Die Grabung. Mann, oh Mann. Worauf lasse ich mich hier eigentlich ein? Jetzt buddeln wir hier rum. Meier Müller buddelt rum. Das für 150 Kronkorken. Ja? Wir haben es ja nötig. Ein seltsames Hey, Örtchen. Ich mach mal ein bisschen wir Licht kommen für euch endlich an. durch. Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meierlöks. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Viel Glück da unten, Neue. Ja, viel Glück da unten, Neue. Machen wir das mal. Linker Arm. 1, 2, 3 in den Torso rein. Zwei hätten gereicht. The next one, please. So, the next one. Oh. Und the next one. Na, was ist los? Hyper, komm. Ja. Hyper, weh schon, was er machen will. Oh, so, rette. Der ist der leuchtende Müllelucke. Das Gas So, ist haben jetzt wir. vorbeigekommen. Abgeschlossen. Sprich mit Bobby. Da ist noch Fleisch drinne. Da ist noch Fleisch drinne.
Da ist noch Fleisch drin, ne? Da sind noch die Melotten Eier. Und hier ist ein Maschinchen, aber können wir nichts großartig machen. Gut, gehen wir zurück zu Bobby. Das war jetzt ein Spitzenauftrag. Was ist in meinem Tunnel los? Molokken, sarkastisch. Kein Plan, Molokken. Der Raum war voller Meierlurks. Immerhin hast du dich besser geschlagen als diese Nichtsnutze. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Weniger Geld? Ich vertraue dir nicht. Wer ist dieser Typ? Er ist genau der Richtige, um die Sache zu beschleunigen. Mag technische Spielereien, Geld und sonst eigentlich nichts. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ja. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Aha. Nach Diamond City müssen wir also, okay. Ich finde die Frau ein bisschen sehr suspekt. Da bin ich mal ganz ehrlich. Wir müssen mal die im Schilde führt. Wir gucken uns das Spielchen noch ein bisschen an. So etwa. Ich guck mal erstmal kurz nochmal die andere Seite an, ob hier irgendwas richtig Geiles liegt, aber tut's auch nicht. Okay. Gute Night Harbor? Gute Night Harbor? Night Harbor? Oder irgendwie so. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Da kriegen manche Fans bestimmt so Ohrenschmerzen. Ah, wie sprichst du denn das aus? Okay. Finanzbezirk. Level 58. Kriegen wir noch Level 59 heute zusammen? Ich weiß es nicht. Schön wär. Weiß auch gar nicht, ob es vielleicht eine Methode gibt, so effektiv zu leveln. So richtig so, jetzt können wir ja mal ein bisschen powern, ne? Machen wir mal so 10 Level und dann haben wir ein paar Skills reingedrückt, die richtig geil sind. Ja, irgendwie sowas in der Art. Weiß ich. Wäre schon nice to have. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Gut. Was haben wir denn hier unten noch? Da ist die Combat Zone. Erkunde das Combat Zone Gebiet. Nee, Diamond City wollten wir. Ich will mal da weiterkommen. Diamond City. Wir gehen mal ins Homeplate. Müsste eigentlich mit drin sein in Diamond City. Ich hoffe mal ja. Mal schauen. Ach, Homeplate ist meine eigene Wohnung. Ach so. Die geile Hütte hier von Maya Miller. Maya Millers geile Hütte. Die effektiv keinen Sinn hat. Oder ich habe die noch nicht entdeckt, wirklich den Sinn. Außer, dass man sich ja vielleicht eine geile Hütte einbaut, aber keine Ahnung. Also wenn ihr dann für diese Diamond City Hütte eine Ahnung habt, wofür die wirklich gut ist, dann lasst mich das da bitte... Bist du. Ja, ach da. Ich hab mich schon gefragt, ob du noch kommst. Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Aha. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Also, kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glaswand, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Ja. Die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Der Bürgermeister hockt mittendrauf. Das ist unser Ziel. Der Typ hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst.
So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Was ist denn da drin? Soll das nur ein Bankraub werden? Was ist da drin? Kronkorken, Medizin, Nahrung. Genug, um die Stadt am Laufen zu halten. Es sind Sachen, die wir wollen. Sachen, die jeder will. Wenn du mitmachst, wirst du schon deinen Teil bekommen. Okay? Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich habe meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel. Und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur, er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Weißt du was, das kann ich eigentlich nicht machen, das ist ziemlich illegal. Ich kann doch nicht einfach jemanden aus dem Knast holen. Na klar kannst du das. Das ist ja keine Hochsicherheitsfestung. Da werden Taschendiebe und besoffene Schläger eingesperrt. Knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus. Ich habe auf den Auftrag eigentlich gar keinen richtigen Bock, um jetzt zu ehrlich sein. Brauchst du was, Plünderer? Nachts einkaufen? Hier ist jedes nur... Worauf lasse ich mich eigentlich da ein? Wenn wir Leute. Sie führen, kann es sich niemand vorstellen. Ja. So, handeln. Lass mal sehen, was du so hast. Hier, bitte. Danke. Percy, Munition. Percy, Munition. Holen wir alles mal wieder mit, danke sehr. Frage ist, welcher von diesen Punkten ist das jetzt? Das ist das Anschlagsbrett. Das heißt, dann haben wir noch eine Quest. Ja, ein offener Brief an jeden mit einer Waffe und ein wenig Ehrgeiz. In der Nähe von der Andrew Station ist ein verstärkter Raider-Aktivität gekommen. Sie haben Geld, Ausrüstung und Vorräte. Alles von ehrlich fleißigen Menschen gestohlen. Was ihr tötet, könnt ihr behalten. Ja. Keine sonstigen Belohnungen. Ja. Haben wir das auch gelöst hier, okay. Schau mal, gehen wir nochmal kurz rein. Schauen wir mal nach der Datenlage, ob er die uns dann auch schon markiert hat. So, machen wir Markierung da rein. Die Mauer besorgt die neueste Ausgabe. Okay. Na, danke. Halt, warte mal. Das große Graben. Mhm. Aus dem Gefängnis. Fallenstelle auf der Farm der Daltons. Das ist auf der Insel. Ich hab bei der ganzen Sache echt hier so ein unmuted Gefühl. Ich glaube, wir gehen mal so rum. So, da ist die große Mauer. Da sollten wir auch eigentlich jemanden treffen. Machen wir ein bisschen kreuz und quer, aber Hauptsache wir kriegen die Punkte hier mal weg, alle. Nicht die Farbe anfassen. Warum? Was? Warum? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter, der die bösen Jungs draußen hält. Die Mauer hat noch keiner überwunden. Noch nie. Da können wir wenigstens dafür sorgen, dass sie schön aussieht. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Aha. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Warum nicht? Ich helfe gern. Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Aha. Hardware Town. Zerstörter Laden nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Mehr Geld.
Nur wenn du noch was drauflegst. Gut. 125 Kronkorken dann. Da geht eigentlich noch mehr. Da ist doch sicher noch mehr drin. Du bist echt zäh. 150 Kronkorken. Ja, die nehmen wir. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Na, gerne doch. Gut. Die bunte Stadt. Suche im Baumarkt nach Farbe. Gucken wir mal, ob wir die eingestellt kriegen. Hier die bunte Stadt. So, zack, haben wir. Das große Graben. Das ist das nochmal. Ja, lassen wir auch mal an. So. Noch mehr Markierung. Es wird nicht weniger. Ach, das wird echt nicht weniger. Das ist ja die Hölle. So, jetzt gehen wir mal zu dem Punkt hin. Da ist eine Markierung 68, 60, 50 Meter. Weniger Wert. Wow, jetzt machen wir eine Quest nach der anderen. Ne? Merkt das schon. Ne? Ein kleiner Rat. Sag nie, dass deine Mutter ein Synth ist. Sei denn, sie ist wirklich einer. Sag nie, dass deine Mutter ein Synth ist, außer sie sei wirklich einer. Ja, Doubt In. Gehen wir mal ins Doubt In. Hm? Das war doch diese kleine Kneipe hier, ne? Hm? Ich das in Erinnerung habe. Kneipenmäßig, ne? Ja, das sieht sehr nach Kneipe aus. Aber warum sind wir jetzt hier drin? Sei still, Yefim. Okay, du. Sag mir, Diamond City Radio ist schrecklich, oder? So schlimm, dass man sich am liebsten die Ohren abschneiden würde, ja? Nichts aufgeschwächen, widersprechen. Was gibt es? Also, was gibt es? Hast du nicht zugehört? Dieser DJ Travis ist schrecklich. Da möchte ich am liebsten durch die Zeit reisen und verhindern, dass das Radio erfunden wird. Team. Es ist wahr. Hör nicht auf meinen Bruder. Jemand muss ihn aus dem Weg räumen. Wir brauchen einen neuen DJ für das Radio. Ich glaube, es würde nicht vielen Leuten auffallen, wenn er, du weißt schon, verschwinden würde. Das ist eine ziemlich schlechte Idee. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich sag's dir, es wäre einfacher, als du denkst. Überred ihn einfach, dass er dir aus der Stadt folgt. Im Ernst, Vadim, was ist in dich gefahren? Vadim meint das nicht ernst. Er will Travis nicht wirklich dort sehen. Okay, also, was ist wirklich hier los? Tut mir leid, wir haben uns nur einen kleinen Spaß erlaubt. Es stimmt. Nur Spaß. Travis ist ein guter Freund. Yefim und ich machen uns Sorgen um ihn. Armer Travis. Er bemüht sich, aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, das man für diesen Job braucht. Ja, und eigentlich auch alles andere. Und deshalb ist er immer so komisch. Er glaubt nicht an sich, weißt du? Er erwartet, dass er bei allem versagen wird. Und so ist es dann auch. Naja, sowas lässt sich ja ändern. Genau, das habe ich auch Yefim gesagt. Geh schon, du Spielverderber. Mach dich wieder an die Arbeit. Wir finden einen Weg, Travis zu helfen. Du, komm. Komm mit ins Hinterzimmer, da reden wir über den Plan. Na, da bin ich mal gespannt jetzt. Selbstvertrauen ist ist alles. Hast du einen Grund, mich anzusprechen? Verschwinde. Ich weiß gar nicht, wie ich die Waffe wegstecke. Immer sieht immer blöd aus, wenn ich hier mit der Waffe rufe. Sieht auch nicht wirklich viel besser aus. Okay, kommen wir zur Sache. Ja. Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Aha. Dann erzähl mal Einzelheiten. Also, was hast du vor? Ich brauche ein paar mehr Details. Warst du schon mal bei einer Kneipenschlägerei dabei? Ich bin kein Schläger. Ich halte mich aus solchen Angelegenheiten raus. So macht man sich ganz schnell eine Menge Feinde. Was, wenn es einem guten Zweck dienen würde? Wärst du dann bereit dazu? Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt.
und sich danach besser fühlt. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Klingt das gut? Wie soll denn das heute funktionieren? Wie soll sowas denn überhaupt funktionieren? Es wird funktionieren. Versprochen. Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Ganz einfach, oder? Wenn die Schläger Geld bekommen, dann will ich auch was. Okay, in Ordnung. Du bekommst auch deinen Anteil. 100 Kronkorken. Das ist ein bisschen wenig. Ich dachte, Travis wäre dein Freund. Ist er nicht mehr wert als das? Ich merke schon, du willst mich manipulieren. Na gut, 200 Kronkorken. Na. Gut, dann machen wir's mal. Okay, ich bin dabei. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Na. Ich habe alles für 6 Uhr vorbereitet. Aha. Dann sollte Travis hier sein. Okay. Wenn du noch kommst, wird alles bestens laufen. Juhu. Versprochen. Na, sehr schön. Gut, dann machen wir das mal. Triff dich nach 18 Uhr mit Travis im Dog-In. Nach 18 Uhr. Das heißt, wir müssen erstmal gleich mal gucken, wie spät es ist. Also wir gehen mal raus nach Diamond City. Eieieiei, Diamond City. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben AM, das ist morgens. Das heißt, wir müssen irgendwo hinsetzen und warten. Gehen wir hier mal rauf. Na, 18 Uhr. Das sind jetzt 12 Stunden, die wir zu warten haben. 12 Stunden. So. Das ist immer noch vormittags. Jetzt haben wir nachmittags. So, jetzt schauen wir mal, wie spät es ist. Ah, seht ihr, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Wir haben noch 10 Minuten. Was machen wir in dieser Zeit? Ich weiß gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Ah, 3 Minuten. Eine Todeskralle ist eine echte Gefahr. Versuch nicht, vor ihr wegzulaufen. Sorg dafür, dass sich etwas Stabiles zwischen dir und ihr befindet. Und dann bete. Nö, Maya Müller betet nicht. Die drückt ab und dann ist die Todeskralle auch der Geschichte entgegengetan. Was haben wir da? Die synthetische Wahrheit. So, das müssten wir theoretischerweise 18 Uhr haben und ein paar Zerquetschte haben. Ja. Dann gehen wir mal rein. Dann schauen wir mal. Hey, ich will keine Danke, dass du Earls Mörder ausfindig gemacht hast. Ich kann nicht glauben, dass ein Doktor sowas tun würde. Naja, wenigstens haben wir Schnaps, um unseren Kummer zu ertränken. Ja. Ich will keine Schwierigkeiten. Was ist los? Klar, ich schaue es mir an. Gut, gut. Guck mal, was hat er denn hier dabei? Müll, Müll. Müll, Müll. Okay, der hat nur Müll. Gut. Hey, ich will keine Schwierigkeiten. Ich mag dich nicht und ich mag deine Show nicht. Was willst du dagegen machen? Hey, Kumpel. Oh, du bist. Wird Zeit, dass du mal etwas Rückgrat zeigst, Kumpel. Ich wollte das nicht. Ich will einfach nur was trinken. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Nicht alles gefallen lassen, es lösen, warum nicht Kontra geben? Komm schon, Mann. Lass dir nicht alles gefallen und mach keinen Rückzieher. Ich glaube, ich könnte diese Sache nicht, die du beschrieben hast. Oh, bei den Männern könnte das, nun, es könnte zu Gewalt führen. Ja. Nichts wird sich ändern, es sei denn, du tust was dafür. So schlimm ist es nicht. Ich komm schon damit klar.
Sei nicht so ein Feigling. Ich bin kein Feigling. Genau, lass die Bestie in dir raus. Oh. Okay. Das reicht. Entschuldigung, hast du gerade was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen. Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich... Hey, Große Kumpel. Fehler, Travis. Oh, jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Oh, du bist... Habe ich jetzt auch Faustschlag? Ja. Boah, ey, mit Faustschlag komme ich überhaupt nicht klar. Oh Gott. Bull. So, machen wir es so. Okay. Jo, da liegt er. Yeah. Hallo, Travis. Travis. Warum mache ich das nur? Keine Ahnung. Hallo. Oh, Himmel. Mein Kiefer. Scheiße, Mann. Einfach scheiße. Das ist doch scheiße, Mann. Das ist nicht das, was wir vereinbart hatten. Ich werde wiederkommen. Das ist noch nicht vorbei, hörst du? Ich mach... Ist jetzt gezählt oder was? Oder soll ich raus? Mach nicht. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Hat's jetzt gezählt? Hat's nicht gezählt? Keiner wies es. Ich am wenigsten. So. Polly? McCroyne? Verpiss dich, Mädchen. Was sind die beiden raus? Geh mal wieder rin. Okay, da steht er jetzt noch hier. Ich meine, hi. Mal wieder. Hi. Ja, hi. Hi. Hey, Travis. Wow. Ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Na. Gut. Nun, das wird einiges für dich verändern. Ja, schätze schon. Vielleicht wirklich, oder? Ich hätte einfach nicht gedacht, dass ich zu sowas in der Lage bin. Mann, ich weiß nicht so genau, was ich sagen soll. Ich glaube, ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Ja. Aber hey, danke. Vielen Dank. Ja, dann hau mal rein. So, dann hau mal rein. So, das war's gewesen. Das lief doch gut. Ja. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Kommt drauf an. Kommt drauf an, was es ist. Ist nett und einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, ja, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Aha. Machen wir mal sarkastisch. Oh, das würde seinem Selbstvertrauen sicher gut tun. Zumindest, solange es nicht ganz fürchterlich in die Hose geht. Hab Vertrauen. Es wird funktionieren, glaub mir. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Na, überrede Scarlett, sich mit Travis zu treffen. Aber nicht mal heute. Nee, das machen wir morgen. Und deshalb einen schönen Tag noch.